Hi Leute, heute wollte ich euch einfach mal ein bisschen über Wunsch oder Vision, die ich habe, erzählen und was ich machen möchte in Zukunft, und zwar immer mehr, weil ich gemerkt habe, was das für mich selber bedeutet hat, was das für mich selber gebracht hat und was das auch bei anderen Menschen bewirkt. Und zwar ist es einfach ganz banal, sich auszutauschen, sich zu verbinden und ein Netzwerk zu schaffen. Was für eine Motivation und Inspiration da entsteht und was für ein positiver Aufwärtsstrudel. So ganz automatisch, da fallen die Dinge einem viel leichter plötzlich. Und das ist eben auch, was ich selbst festgestellt habe, als ich auf Rohkost umgestellt habe. Da kannte ich sonst keinen Rohköstler und habe das einfach für mich gemacht. Und ich habe das eine Zeit lang für mich gemacht, ein paar Monate. Und das war echt anstrengend. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Ich war jetzt nicht so einer, der sich halt im Internet großartig in Foren ausgetauscht hat. Ich habe da halt mitgelesen. Aber ich habe nicht selbst geschrieben. Ich war da eher so ein passiver Konsument. Und es war sehr anstrengend in einem Umfeld, wo dich keiner versteht. Ich habe mich wie ein Alien gefühlt. Ich habe mich wie der Einzige auf dieser Welt halt gefühlt, der sich irgendwie so ernährt. Und ja, man weiß zwar, irgendwo ganz fern gibt es Leute im Internet, die das machen oder so, aber es ist was anderes, wenn man Leute kennenlernt, die auf dem gleichen Weg sind, die gleiche Dinge machen, die einen auch interessieren, und sich mit denen verbindet. Und als ich dann das erste Mal auf einem Rohkosttreffen bin und dort Menschen kennengelernt habe, da hat das Ganze eine ganz andere Dynamik angenommen. Man kann sich austauschen, es ist einfach ein absolutes Bedürfnis, sich auszudrücken. Wenn man nirgends mal drüber reden kann, was einen so viel beschäftigt im Moment, was im Moment das ganze Leben auf den Kopf stellt. Und andere, wenn du drüber erzählst, wenn du Glück hast, dann nicken sie nur leicht abwertend oder nehmen es einfach nur zur Kenntnis. Ansonsten gibt es meistens sogar Gegenwehr. Und da tut es so unglaublich gut, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Und ich habe echt gemerkt, als ich da das erste Mal bei so einem Treffen war, das hat das Ganze aufs nächste Level so gebracht. Als ich das nur für mich gemacht habe, da war das einfach nur, es war halt zäh, es war anstrengend, es war machbar. Ich weiß nicht, wie das auf Dauer wäre, aber es war nicht schön, es war anstrengend halt, wie gesagt. Und dann wurde das Ganze viel freudiger, viel inspirierender, motivierender. Und es hat mir unglaublich viel gegeben. Und das ist auch das, was ich machen möchte, auch diesen den Kurs, den ich jetzt gemacht habe, den 30-Tages-Kurs Happy Life. Also falls ihr noch nicht gesehen habt, ich verlinke mir einfach mal. Das ist auch das, ich möchte einfach die Leute mehr verbinden wieder, dass man sich da austauscht. Genauso könnt ihr zum Beispiel Rohkost-Potluck vorbeikommen in Würzburg am Main, jetzt am 27. Samstag, 13 Uhr. Wenn das Wetter schön ist, nochmal wunderschön am Main, an der Wiese, direkt am Wasser. Jeder kann einfach seine Früchte mitbringen, kann auch Rohkost, andere. Jeder bringt sich halt einfach mit, was er essen möchte, und einfach nur, um sich auszutauschen. Also es ist kein so ein klassischer Potluck, wo man was mitbringt und dann Buffet für alles, sondern es ist, ich habe es Fruit Hangout genannt, jeder bringt einfach für sich was mit und man setzt sich einfach zusammen. Ich habe es einfach so gemacht, weil es unkomplizierter ist, jeder nimmt sich was mit und muss nicht irgendwie sich groß vorher Gedanken machen, dass er da irgendwie toll was auftischen muss und irgendein super Ding zubereiten muss. Also kommt da einfach vorbei, ihr müsst auch nichts mitbringen eben, kommt einfach vorbei, einfach eine schöne Zeit verbringen
Und jeder ist da echt froh, sich auszutauschen. Es war auch, als ich das erste Mal auf dem Potluck, wie gesagt, bin, so, ich war sehr schüchtern und auch zurückhaltend eigentlich. Und trotzdem, du kriegst sofort Kontakte, jeder ist froh, sich da auszutauschen. Es ist nicht so, dass da irgendwie, habe ich noch nie erlebt, egal wo ich auf dem Potluck war, dass da irgendwie einer nicht in ein Gespräch gekommen ist, nicht ganz automatisch. Also es ist echt, kommt einfach vorbei, es lohnt sich so. Ich habe noch ja, von keinem gehört, der das bereut hat, mal zu so einem Treffen hingegangen zu sein. Also das ist eine unglaubliche Bereicherung und man kann einfach eine schöne Zeit verbringen. Jeder kann gehen, kommen, wann er will. Um eins geht's los bei dem Potluck jetzt. Ich verlinke das auch drunter unter dem Video. Schaut da gerne vorbei. Genau. Und ansonsten wollte ich das eben jetzt auch bei diesem 30-Tage-Kurs schaffen, dass, also bis zum 22. ist noch die Anmeldung. Genau. Damit wir alle ungefähr gleichzeitig starten und dann wollte ich auch zwischendrin nochmal vielleicht in der Mitte und zum Ende und Anfang eine Q&A, Antwort-Frage-Runde machen als ein Live-Talk, wo ihr dann einfach eure Fragen stellen könnt und dass wir uns alle gleichzeitig so in der Gruppe ja, auf den Weg machen und losstarten, so das Leben zu verändern, in eine gesündere Ernährung einzusteigen und mehr Meditation in den Alltag zu integrieren und den Alltag halt zur Meditation werden zu lassen. Immer bewusster werden. Genau. Und gleichzeitig habe ich dann eben noch eine Facebook-Gruppe, die heißt eben 30-Tage-Kurs, Happy Life, wieder Kurs. Und dass man da einfach sich austauschen kann, Kontakte knüpfen kann. Und auch wenn ihr nicht bei dem Kurs dabei seid, dann kommt wie gesagt einfach zu so einem Potluck hin und tauscht euch aus. Das gibt einem so viel. Ja. Auch gibt es Rohkosttreffen wirklich in jeder größeren Stadt mittlerweile in Deutschland, selbst in Kechern teilweise mittlerweile. Und es lohnt sich auch, selbst in Leipzig, die Leute sind teilweise von Hamburg, was weiß ich, wie viele Stunden nach Leipzig gekommen zum Potluck. Und das ist auch ein wunderbarer, schöner Potluck, wenn ihr den noch nicht kennt, Leipziger Potluck, Silke Leopold. Die organisiert den immer mit Christian von Raw Spirit. Und da kommen immer richtig viele Leute, ist wunderschön, auch in dem Park. Und einfach nette Leute, ja, guter Vibe und schöne Stimmung so. Also, ja, ich wollte euch einfach heute in dem Video dazu motivieren, rauszugehen, sich auszutauschen, Kontakte knüpfen, merken, was da geht und was andere so machen. Ja. Also, ihr merkt vielleicht, wie ich Herz und Flamme für sowas bin, weil ich gemerkt habe, was es für mich verändert hat und weil es so ein einfaches Ding ist. Es ist so einfach und banal, sich zu treffen und auszutauschen. Und gleichzeitig bewirkt es so viel. Ja. Also, geht zum nächsten Rohkost-Potluck, Rohkost-Treffen, Fruit-Hangout hin und tauscht euch aus. Macht's gut. Ciao. Und eine Sache wollte ich dazu noch sagen. Ich habe mir nämlich eigentlich noch einen Vergleich aufgeschrieben, den ich eigentlich noch erwähnen wollte in dem Video. Und zwar hat der bei mir irgendwie was ausgelöst, dieser Vergleich, als ich den das erste Mal in einem Buch gelesen habe. Und zwar, stell dir vor, wenn du im falschen Umfeld bist, dann kann einfach oft nichts Positives rauskommen oder nichts Großes. Da kann ja kein Wachstum stattfinden, wenn du im falschen Umfeld bist. In diesem Buch stand der Vergleich, wenn ein Süßwasserfisch im Meer ist, der wird dann nicht glücklich. Und genauso ist es eben, wenn du einen Samen setzt, du magst vielleicht unglaublich viel Potenzial in dir haben. Dein Samen könnte ein Riesenbaum werden, wenn er im richtigen Umfeld gedeiht. Wenn du den Samen irgendwo in der trockenen Wüste ausstreust, dann kommt dabei nichts raus.
Wenn du den Samen im richtigen Umfeld setzt, dann kann da ein riesen Baum draus werden, da kann sich ein riesen Wurzelwerk bilden, das ein riesen Fundament gibt, um diese Riesenkrone, um dieses Riesenwachstum auch zu tragen. Und so kann durch diese Gruppendynamik ja, Unglaubliches entstehen, wenn man wieder einen richtigen Nährboden für das Potenzial, das jeder von uns in sich hat, schafft. Genau. Das war's. Macht's gut. Bis dann beim nächsten Treffen. Ciao.